Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich mir wieder mein Schminkkörbchen. Ich habe es letzten Monat ausgelassen und heute haben wir auch schon wieder Ende des Monats. I know, ich sollte das besser einteilen, ich krieg's einfach nie hin. Das Schminkkörbchen ist ein Projekt, da stellt man einmal im Monat sein Zeug zusammen, was man in dem Monat also im nächsten Monat verwenden möchte. Jetzt habe ich die Sachen ja schon eine Weile da drin. Hat den Vorteil, ich bin jemand, ich habe extrem viel. Ich bin Kosmetikbloggerin gewesen, bin ich immer noch, aber jetzt geht es eher um vegane Sachen. Und man verwendet die Sachen, man braucht Sachen auch auf, man fixiert sich auf verschiedene Sachen, so wie jetzt bei meinem Project Anti. Und da findet ihr einige Sachen jetzt auch in meinem Schminkkörbchen. Die werden immer wieder auftauchen. Immer wieder, weil ich will sie aufbrauchen. Wir fangen jetzt mal an, weil sonst wird es zu lang. Ursprünglich hatte ich die nicht drin. Ursprünglich war die auch noch leer. Aber ich habe mir dann einfach gesagt, so jetzt füllst du die Palette. Weil es war ursprünglich nur ein Quad drin mit denen drei. Die sind von der Coco von Cosmo. Ich mache die mal auf. Und da habe ich mir gedacht, nö, ich mache jetzt die da rein, da gehören sie rein und dann sind sie beieinander. Das sind übrigens alles meine Catrice-Lidschatten. Ich habe noch mehr, lang nicht alles. Und bei ein paar sieht man es, bei dem sieht man es ganz gut, habe ich dann doch ein bisschen kaputt gemacht. Und immer bei den Lidschatten, die man depottet, die man nicht kaputt machen möchte, die gehen natürlich kaputt. Ist irgendwie schon Kraft gesetzt. Dann ist wieder drin mein Bronzer. Da habe ich nur einen. Da bin ich jetzt aber gerade auf der Suche, mir einen anderen zu kaufen, weil er sieht jetzt langsam echt schäbig aus. Ey. Mal davon abgesehen, ich krieg den nicht leer. Das ist so viel. Das sind 20 Gramm. Hallo! Und das ist halt Bronzer. Du schmierst dir von Bronzer nicht so viel ins Gesicht. Besonders ich nicht. Dann haben wir hier das Finding Mr. Bright Set. Ich zeige es euch nochmal. Eine Sache ist nämlich schon weg. Finding Mr. Bright Set ist in meinem Project Anti drin. Und speziell das hier verwende ich gerade ziemlich viel. Das ist ja eine Art Corrector Concealer. Verwende ich für einen Innenwinkel, habe ich heute auch drauf. Übrigens das Ammo, das ich heute drauf habe, ist mit den Sachen aus dem Schminkkörbchen. Da werdet ihr am Samstag aber auch ein Video dazu bekommen, weil das wurde sich gewünscht. Dann komme ich recht gut voran bei meinem Puder. Den will ich leer bekommen. Das ist dieser komische aus der Rival de Loupe LE von vor 2 Jahren oder so. Der hatte mal so einen Feuchteffekt, der ist aber weg. Und jetzt ist noch so ein bisschen drin. Ich hatte vorher das Ding verwendet und dann, man sieht es jetzt nicht, dachte ich nur so, guck, da habe ich so reingeguckt. Das Ding wird immer leerer, Gott sei Dank. Ich nehme das meistens zum Setten. Dann habe ich auch heute drauf die Alverde, Das Alverde Make-up ist mir ein bisschen zu fettig. Ich muss noch ein bisschen rumprobieren und dann wollte ich was auf dem Blog schreiben und eventuell hier halt auch eine kleine Review geben. Sie ist schon ziemlich fettig. Ich muss sie mit der Hand auftragen, sonst habe ich da ein bisschen Probleme. Habe ich heute nicht drauf, ist aber ein Project Anti Produkt, die Face Base von P2. Dann habe ich das Stay Matter Make-up in 10. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon habe, aber es funktioniert noch. Also sobald ich merke, mir kippt ein Produkt um, dann schmeiße ich es definitiv weg. Dann habe ich es halt nicht geschafft. Concealer. Ist zum einen der Mattifying Concealer von P2. Ist auch mein Favorit. Und ich habe einfach gemerkt, dass der mir nicht so ganz gut gefällt. Der Stay Natural Concealer ist der eventuell aus dem Sortiment gegangen. Jetzt gab es ja Sortimentsumstellungen. Ich bin da nicht mehr so ganz up to date. Ich hoffe doch nicht. Er ist okay, aber er ist nicht so gut wie der. Von der Farbe her ist der mir auch ein bisschen zu hell, habe ich gemerkt. Aber mal schauen. Dann habe ich heute auch auf dem Gesicht die Camouflage. Ist auch nicht mehr so ganz meins, muss ich sagen, weil sie mir einfach zu trocken ist. Unterm Auge kann ich sie nicht verwenden. Sie ist zu hell, um
Unreinheiten abzudecken, weil du willst ja Unreinheiten nicht highlighten. Und da ist diese Ivory ein Ticken zu hell, muss ich sagen. Also, ich komme eher klar jetzt mit so Flüssig-Concealern. Die habe ich, glaube ich, kein einziges Mal verwendet. Das Benecos Puder, was mir die Jumeirah im Tauschpäckchen geschenkt hat. Dann. Augenbrauengel von Alnatura. Dann haben wir hier eine Palette von Essence. Ich weiß auch nicht, ob es die jetzt nach der Sortimentsumstellung noch gibt. All About Nude war das, glaube ich. Ja, Nude. Aber die sind alle so ziemlich schimmerig. Ich mag sie trotzdem. Also gerade Single aufgetragen, die hier fallen halt nicht so auf. Und gerade wenn man irgendwie nur einen Lidstrich trägt, dann passt das schon ganz gut. Dann habe ich den heute drauf als Highlighter. Und zwar an der Augenbraue. Wie heißt das? Den will ich ja auch leer bekommen. Ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Dann machen wir mal weiter mit dem Essence Liquid Eyeliner. Den habe ich heute auch drauf. Dann drauf habe ich auch die Mascara. Die ist, glaube ich, aber dann mal leer. Also sie ist wirklich in den letzten Zügen. Ich glaube, ich tue mir die nächsten Monate nochmal rein und dann ist sie aber wirklich komplett leer. Ich versuche das mal nochmal mit heißem Wasser. Einfach, man kann es auch in die Mikrowelle legen, ganz kurz, habe ich mal gehört. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich mache es immer mit heißem Wasser. Einfach Wasserkocher anmachen und dann die Mascara in eine Tasse rein und dann das Wasser rein und einen kurzen Moment stehen lassen. Es wird wirklich wieder ein bisschen flüssiger. Dann habe ich hier auch noch einen Lidschatten, den habe ich jetzt drauf. Das ist My First Copperwear Party. Da weiß ich leider auch nicht, ist aus dem Sortiment gegangen oder nicht. Keine Ahnung. Dann habe ich heute einen Lidschatten drauf. Das ging ein bisschen daneben. Also den werde ich für das Tutorial am Samstag nicht verwenden. Also es wird mehr so ein Schminken und Quatschen. Also nicht so ein reines Tutorial. Den habe ich drauf und das ist nicht so, ist nicht so ganz meine Farbe. Ich versuche immer mit so Farben ein bisschen rumzuspielen. Ich kann halt nicht alles das machen, was ich auf YouTube sehe, weil ich ein bisschen tiefer liegende Augen habe. Ich habe keine Schlupflider, das ist cool, aber ich kann trotzdem nicht alles machen. Dann den habe ich, glaube ich, kein einziges Mal verwendet. Das muss ich jetzt die nächsten Tage auch mal machen. Dann habe ich den Essence Breaking Dawn Blush in Rot. Der ist nicht schlecht. Meine Eyeshadow Base von Rival de Loop ist schon in den letzten Zügen. Aber ich habe noch eine zweite Packung. Ist ja ein Project MT Produkt. Dann haben wir. Lidschatten. The Creamylicious Essence Lidschatten. Den hatte ich mehrfach drauf. Das ist ja dieser Rose Golden, das ist der Liquid Metal LE, was da jetzt neu dazukommt und so. Ich bin gar nicht up to date, überhaupt nicht. So ein 3D-Lidschatten von Essence. Dann habe ich hier so einen hautfarbenen Lidschatten, der schimmert mir aber einen Ticken zu viel. Dann habe ich hier, da ist ja noch ein Lidschatten zum Departen von Essence. Das ist so ein bläulicher von Essence, den gibt es glaube ich auch nicht mehr. Und das ist der Heidi Plum hier, glaube ich, ja. Aber die alte Version, die neue Version schimmert. Ich weiß noch nicht mehr, ob es die neue Version noch gibt. Also ihr seht, ich bin die falsche Anlaufstelle, um zu fragen, gibt es das noch oder gibt es das nicht? Dann hatte ich mal von Art Deco die Nummer 29 gekriegt. Die gibt es definitiv noch. Dann Creme-Lidschatten. Made to Stay in 40. Habe ich, glaube ich, auch nur einmal verwendet jetzt. Dann habe ich hier den Ballerina Backstage Creme-Lidschatten, das ist so eine Naturfarbe, super cool. Dann
habe ich hier noch einen Lidschatten, den ich heute auch drauf habe. Das ist, glaube ich, so der letzte, den ich aus einer LE gekauft habe. Celtica heißt die. Und der Lidschatten ist echt super. Dann haben wir hier einen Braun von P2, Be the Backpacker. Das ist aus dem neuen Sortiment. Einen Blush, und zwar das ist ein Cream to Powder Blush. Verwende ich auch viel zu wenig, wird auf der Haut pudrig, richtig super Farbe, es ist sehr natürlich und sowas mag ich. Also ich mag es nicht, wenn das so bammt. Ich finde das immer, es sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Fremdkörper auf meinem Gesicht. Ein Elf Eyeshadow Pigment, heute fehlen mir die Worte. Von Ponyhütchen das Pigment Vagabond. Das gibt es so nicht zu kaufen. Im Moment gibt es, glaube ich, auch fast keine Lidschatten. Eine Zeit lang hatte ich ja dieses Lidschatten-Abo. Dann haben wir hier jetzt. Ich bin ja auch jetzt schlecht, Leute. Ich hab Unterlag, Überlag reingetan, aber kein Nagellack. Ohne Worte. Ich habe auch einen Highlighter drin, und zwar von der Crystallized LE von Essence. Einen Kiko Blush, und zwar ist das auch eine wunderbare Farbe, auch ganz natürlich. Gibt es auch immer noch 112, müsst ihr mal gucken. Gel Eyeliner. Ich habe einfach gemerkt, der funktioniert noch. Der funktioniert. Er ist so leicht austrocknen, aber er funktioniert noch. Ich merke einfach, dieses Pinselding, das ist nichts für mich. Trotzdem muss ich sagen, Essence tut sowas wieder ins Sortiment. Das fehlt. Also Stift hin oder her, aber mit dem Stift kann ich halt alles machen. Dann habe ich wieder den Open Up Your Eyes Brightener. Habe ich heute ja nicht drauf, habe ich ja den Lidschatten drauf. Einen Lippenstift von Essence in der Farbe 90. Burly Dare. Hier. Ist auch so ein natürlicher Ton. Dann haben wir hier den Lippenstift, den ich im Project Empty habe. Den nehme ich ja jetzt gerade auch vermehrt und den habe ich heute auch drauf. Ist eine schöne Farbe. Schimmert ziemlich. Also nicht schimmert, sondern glänzt, weil er ist sehr glossy und hält halt auch nicht so lange. Dann habe ich hier eine Matte Lip Gloss Cream von Basic. Gibt es ja auch nicht mehr. Gab es früher bei Schlecker. Jetzt haben wir hier diese ganzen musste gerade auf die Zeit gucken. Das ist einmal ein Lip Pencil. Das ist das einzigste, was ich an Lip Penciln habe. Doch, ich habe nochmal einen. Ich habe hier den P2 Eyeliner. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war, glaube ich, auch mal eine LE. Was an diesen hellblauen ganz gut ist, sie nehmen die Rötung vom Auge weg. Ist nicht schlecht. Den hatte ich mal von Alina mal geschenkt bekommen. Ist so ein Double Eye Cool Kajal. Heute fehlen mir echt die Worte. Ich trage ganz häufig die Seite hier, eher weniger die, weiß auch nicht wieso, aber die sind voll cremig, voll super. Dann mein Project Empty, habe ich heute wieder drauf. Und hier haben wir den Natural Kajal von Benicos, hatte ich von der lieben Jumaira. Das ist hier so ein Ton. Also auch richtig toll und natürlich. Dann haben wir hier jetzt noch die Art Deco Mascara. Einen Lidschattenstift. Das war mal diese Colibri LE von Catrice. Verwende ich meistens, wenn überhaupt, unterm Auge. Aber da ich heute schon mit relativ viel Farben gearbeitet habe, noch eine Farbe dazu setzen. Oh, das sieht dann leicht aus wie so ein Papagei. Und als letztes Lavera Eyeliner. Der ist ja tierversuchsfrei, der ist vegan und ist so ein bisschen der Ersatz für den Essence. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber er ist definitiv super. Er glänzt halt nicht so, wenn man ihn aufträgt, und trocknet matt an.
Das war mein Schminkkörbchen für den Januar. Im Februar sehen wir uns selbstverständlich wieder mit dem Schminkkörbchen. Ich verlinke euch jetzt mal zwei Videos. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich euch verlinken werde. Am Samstag kommt ein Face of the Day Schminken und Quatschen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, weil ich das jetzt schon länger nicht mehr gemacht habe. Es wurde sich gewünscht und dem Wunsch möchte ich nachgehen. Jetzt haben wir's. Und ich melde mich jetzt mal wieder ab. Macht's gut, euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!